Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser-Game. Leute, eigentlich fangen wir immer in der Riding School an. Das habe ich aber schon gemacht, als ich online gegangen bin. Das heißt, das können wir jetzt gerade nicht mehr machen. Was wir machen können ist, wir können jetzt ganz kurz die Verlosung auflösen. Denn ich verlose jeden Monat 5 Hintergründe. Außerdem bekommen alle Leute, die eigens VIP kaufen, entweder auf Twitch oder auf YouTube von mir einen Hintergrund. Ich habe noch keine Hintergründe hergegeben. Das werde ich in den nächsten Tagen machen. Also schaut bitte, falls ihr ein Pferd von mir bekommt, habt ihr wieder wie immer 3 Tage Zeit, es rauszukaufen. Es kann aber tatsächlich noch ein paar Tage dauern, Leute. Seid mir nicht böse, wenn es noch ein bisschen dauert. Aber die Gewinner, also natürlich nicht die VIPs auf YouTube und auf Twitch, sondern die Gewinner, die die 5 Hintergründe gewonnen haben, sind Fussel, Honeykiller, Blaubeerdrache, Mias Horses und Lenju. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Hintergrund. Wie gesagt, die Pferde kommen in den nächsten Tagen zu euch. Ihr könnt den Hintergrund jedem Pferd geben, das ihr möchtet, dem ihr das geben möchtet, Leute. Und ich hoffe, ihr freut euch. Und nächsten Monat werde ich natürlich auch wieder 5 Hintergründe verlosen. Und auch die VIPs bekommen natürlich wieder Hintergründe, falls es einen neuen Hintergrund geben wird. Nachdem ich im Moment wieder ein bisschen mehr Horse Reality spiele, Leute, habe ich mir heute wieder einen Premium-Account gekauft. Der Grund, warum ich Premium gekauft habe, ist ganz einfach, Leute. Die Premium-Search-Options sind einfach klasse. Hier kann man nach dem GP suchen, ohne dass man 300.000 Jahre nach einem Pferd suchen möchte. Und was ich vorhabe, Leute, ist ganz einfach. Ich habe ja in der Vergangenheit, Moment, ach, wir können jetzt wieder Care for All Horses machen. Woohoo, das machen wir doch gleich. Jetzt sind alle unsere Pferde wieder happy. Was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte gerne das GP meiner Quarter ein bisschen anheben. Das riesengroße Problem bei meinen Quartern ist, die sind eigentlich alle ganz gut. Ich habe 7, 8 very good, aber irgendwie bekomme ich das GP von meinen Quartern nicht hoch. Und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie mittlerweile leichter geworden, Very Goods zu züchten, als das GP nach oben zu bringen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir der Fall ist oder ob das ein allgemeines Problem ist. Ich möchte jetzt, wie gesagt, deswegen habe ich mir extra Premium gekauft, heute das beste Quarter oder eines der besten Quarter, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie der Titel heißt, vom Markt kaufen. Ich hoffe, das macht mich nicht komplett pleite. Ich bin mega gespannt, was wir finden werden, denn ich habe euch jetzt ein paar gezeigt, nicht? Beim meisten steht es sogar dabei. Ich glaube, 667 hatten wir hier, ist einer meiner höchsten und mittlerweile gibt es, glaube ich, schon Quarter mit 740 oder höher oder so. Und Leute, so kann es definitiv nicht bleiben. Ich liebe die Quarter, auch die Finn Horses, aber die Finn Horses sind ja noch eine sehr junge Rasse. Und deswegen kaufen wir jetzt hoffentlich, Leute, das beste Pferd im Sale. Dazu gehen wir natürlich auf Search. Wir gucken Quarter Horse, machen for sale und geben einfach mal ein GP von, was habe ich gerade gesagt? Welche gibt. Lasst uns mal 720 machen und dann einfach gucken, ob überhaupt welche im Verkauf. Oh ja. Oh, der ist ja schick. 727. Oh, es sind nicht. Leute, sind es wenig Pferde. Ich habe jetzt gedacht, es kommt jetzt irgendwie eine ganz krasse Zahl oder so. Ich dachte jetzt, es kommen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Pferde, aber das ist gar nicht der Fall. Guckt mal, nur ein paar. Hier haben wir 734 und hier haben wir 743. Also ist ja lustig. Moment, das ist ein Hengst. Das ist ein Hengst und hier ist eine Stute. Das ist ein Hengst. Was hat er? Aber er hat 727. Der andere Hengst hat wie viel? 743. Das ist halt schon vom anderen Stern, Leute, oder? Dann, das ist doch auch eine Süße hier. Nein, ein Er. Sein Er. 727. Ach, so haben wir ja gerade gesagt. Und hier 734. Ja, die anderen, die sind. Oh, das ist ein Splashy, Leute. Aber auch 727 kommt. Wir gucken uns jetzt einfach ein paar von denen einfach mal ein bisschen an und schauen, wer überhaupt hier in Frage kommt. Leute, das ist so cool. Ich bin so aufgeregt. Das ist mega, mega cool. Ich bin schon so gespannt. Ich hätte natürlich tatsächlich gern Deckhengst. Denn
Ja, ist immer, glaube ich, ganz cool, wenn wir das GP ein bisschen anheben können. Er hat ein Very Good und zwei Average. Was krass ist, Leute, das GP ist 743. Und er ist ein Splash-Träger. Also, das ist doch richtig cool, oder? Also, ich meine, 743, mit diesem GP könnten wir gefühlt alle Stuten, die wir haben, richtig hochziehen im GP, Leute. Was soll er kosten? Was soll er kosten? Nichts. Okay, man kann ihn nicht rauskaufen. Das ist super belastend, Leute. Somit fällt er eigentlich raus, was richtig, richtig traurig ist. Denn wenn er jetzt, weiß ich nicht, ich hätte gesagt, bis 250.000 gekostet hätte oder so, hätte ich ihn vermutlich tatsächlich sogar gekauft. Weil ich es cool gefunden hätte. Was wir jetzt auch noch machen können, Leute, wir können das hier mal ändern. Und können mal hier 740 eingeben und mal gucken, wie viele es überhaupt gibt. Oh, aber hier gibt es tatsächlich auch schon bessere Hengste. Das heißt, wir müssen den Hengst auf gar keinen Fall kaufen. Wir können einfach mit einem anderen Hengst, der auch so viel hat, mit ihm hier zum Beispiel, einfach decken. Oh, das ist doch perfekt, Leute. Okay. Okay, okay, okay. Das ist doch jetzt eine ganz gute Lösung. Es gibt nicht viele, aber es gibt trotzdem welche mit dem 761. Als Obby in Smully, Leute. Okay. Das heißt, hatten wir nicht auch zwei Stuten hier? Miss Moon Pie. Miss Moon Pie hat 4 Very Good, 13 First. Oh Gott, was wird diese Stute kosten? Leute, schreibt mir jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, kostet diese Stute? Ich schätze jetzt, dass sie 300.000 kostet? Ich meine, sie ist die Stute oder war sie die Stute? Ne, sie ist die höchste, glaube ich, ne? Ich glaube, 734 ist das höchste, aber sie hat 732. Dann hätte ich gesagt 250.000. Ich schätze bei ihr 250.000 und bei ihr 300.000. Schätzungsweise, Leute, ich bin jetzt mega gespannt. Die hätte ich gern. Die ist richtig toll. Leute, mit 4 Very Good. Sie ist ein Silver Black. Ich feiere diese Stute, Leute. Was kostet sie? Nein! Sie ist ein Private Trade, Leute. Sie ist ein Private Trade. Warum kann man das immer noch sehen, Leute? Das ist so traurig. Okay, der erste Hengst war nichts, weil den konnte man nur in der Auktion haben. Die zweite Stute ist nichts, denn sie ist ein Private Trade an Jake. Oder wie auch immer man ihn, oder Jacke, oder ich habe keine Ahnung, Jackie, wie man ihn spricht oder sie. Das ist so traurig. Ich finde sie so toll, Leute. Ach, Mann. Okay, wir gucken weiter. Milky Frost ist die nächste. Sie hat ein GP von 734. Sie hat einen Very Good und auch schon 3 Firsts. Wie gesagt, ich hätte gesagt, sie kostet um die 300.000. Das wäre sie bestimmt auch wert. Sie ist meiner Meinung nach ein Buckskin. Und sie ist ein Splashed White Träger. Bitte lass die. Ich meine, oder jetzt passt mal auf. Wisst ihr, woran man das erkennt? Man erkennt es an diesem Blau, weil guckt mal, hier ist es blau und hier war es grün. 292.000, okay, ey, ich habe 300.000 gesagt, das ist doch richtig krass, oder? Sie ist cool. Ich denke mal, dass wir sie nehmen. Hier wäre noch ein kleines süßes Mäuschen. Sie ist halt ein Doppelcream, ne? Sie ist auch krass. Sie hatte aber halt nicht ganz das GP. Sie hat nicht ein Doppelcream, sondern sie ist ein Champagne. Ich brauche sie in meinem Leben. Nein! Jemand hat sie rausgekauft. Das ist so traurig, Leute. Auf jeden Fall habe ich jetzt nicht wirklich viel Wahl. Fischella ist anscheinend diejenige, die höchsten Quarter hat. Das heißt, wir nehmen jetzt 292.000 Horse Reality Credits in die Hand und kaufen diese kleine Stute. Wir sind jetzt definitiv arm, Leute, aber Milky Frost ist bei uns die kleine süße Maus. Und wir testen natürlich jetzt noch die restlichen Sachen, denn ihr wisst, ich kann es absolut nicht ausstehen, wenn so viele Sachen einfach ungetestet sind. Sie ist ein Splashed White Träger.
Man sieht ihr an, sie ist ein Bugskin, hat ein GP von 734 und ich hätte gesagt, beim nächsten Mal, ich bin mir nicht sicher, wann die nächste Folge kommen wird, Leute, aber beim nächsten Mal können wir sie dann decken und wir werden natürlich dann nochmal nach Hengsten suchen, aber 751 ist, denke ich, ein relativ guter Hengst. Wir haben zwar im Moment kein Champagne-Geni drin, aber vielleicht würden wir mit ihm oder einem ähnlichen Hengst tatsächlich das GP nochmal ein bisschen höher bekommen und dann könnten wir vielleicht irgendwie nochmal einen Champagne reinkreuzen. Zum Beispiel unsere Captain Rain, die ja auch 7 Very Good hat. Das fände ich eine richtig, richtig coole Idee, Leute. Dann habe ich der kleinen Maus noch den neuen Hintergrund gegeben, den ihr eben heute auch gewonnen habt, Leute. Wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt der zu euch mit einem Pferd und ich finde sie mega süß. Ich finde sie mega süß. Vergesst mir bitte nicht in die Kommentare zu schreiben, was ihr von unserer neuen Stute haltet. Denn Mission, wir heben das GP an, ist, Leute, somit gestartet. Als letztes besuchen wir natürlich noch einen von euch und das ist heute Blattflug. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für deine Mitgliedschaft und deinen Support und ich bin gespannt, was du für Pferde hast. Hi, schön, dass du meine Seite gefunden hast. Ich züchte PRAs, Cleveland Bays und Lusitanos. Meine Zuchtpartnerin ist Verena Star. Grüße gehen natürlich raus an euch beide. Meine Lieblings-YouTuberin ist Sandy. Hier geht's zu ihrem Kanal. Oh, vielen, vielen herzlichen Dank für die Verlinkung. Dann bin ich ja mal ganz, ganz, ganz krass gespannt, was du für Pferde hast. Also, du hast ja schon gesagt, was du züchtest. PRAs, Leute. Oh, ganz viele. Cleveland Bays. Ich habe mich noch nie mit denen befasst. Ich bin gespannt, Leute. Wir werden uns auf jeden Fall einen Fohlen, einen Hengst und eine Stute raussuchen, dass wir uns nochmal die Skins genau angucken können. Und wie gesagt, ganz, ganz viele Lusitanos. Ich suche mir ein paar Pferde raus und dann sind wir gleich zurück. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das erste Pferd, was ich mir rausgesucht habe, heißt Black Camming und ist eine wunderschöne PRE-Stute. Ich liebe die PREs. Ich habe nur aufgehört, sie zu züchten, denn ich habe ja in den letzten 1,5 Jahren oder sogar noch länger, die wir jetzt Horse Reality spielen, mega viel durcheinander gezüchtet und ja, ich habe das Gefühl, 2 Rassen oder auch 3 sind okay, aber wenn man dann irgendwie zu viel rumzüchtet auf Dauer, dann ja, erreicht man irgendwie gefühlt gar nichts. Ich möchte trotzdem gerne nochmal die Araber weiter züchten, außerhalb von den Finis und den Quartern, aber PREs stehen tatsächlich nicht am Plan. Ich habe mir trotzdem ein paar rausgesucht. Der nächste ist Cream Dreamer. Er deckt für 1000 Horse Reality Credits 5 DP, 2 Foundation Tickets oder 2 Wildlife Tickets. Er hat 12-mal Good und ich hätte gesagt, ist ein solides Second Premium mit einem GP von 654 und er ist einfach mega schön, Leute. Der nächste Hengst ist, glaube ich, noch besonderer. Special Mars heißt er und er ist einfach ein absoluter Traum, Leute, oder? Er ist unschwer erkennbar ein Rabicano und er sieht einfach so schick aus. Ich glaube, ich habe keine Stuten mehr. Nee, Leute, guck mal. Ich habe gar keine PAEs mehr. Die sind tatsächlich alle schon verstorben. Sonst hätte ich jetzt mit dem Buben gedeckt, weil er ist einfach wunderschön, Leute. Guckt ihn euch an. Er hat ein Very Good, ein Average und ein GP von 619 und deckt für 7000 Horse für dich die Credits, 50 Delta Points, 20 Foundation Tickets oder 10 Wildlife Tickets. Er ist der Knaller, Leute. Dann kommen wir jetzt zu den Cleveland Bays. Mir sagt diese Rasse tatsächlich absolut nichts. Ich kenne mich mit der Rasse absolut nicht aus. Aber sie sagen mir persönlich jetzt auch nicht so zu. Ich bin ja eher so der Western-Typ. Und ich hätte gesagt, die stehen eher so im Kaltblut-Typ. Ich habe aber keine Ahnung, Leute, ob Cleveland Bay ein Kaltblut ist oder nicht. Ich finde, sie sehen ein bisschen so aus. Trotzdem natürlich ein cooler Skin wie alle Horse-Reality-Pferde, Leute. Hier ist das kleine Fohlen, das schon echt mega knuffig ist, wie es da liegt und gerade aufstehen möchte. Und dann ist hier, Moment, habe ich zweimal, ach, ich habe aus Versehen 2-mal eine Stute angewählt. Ja, moin, Leute, wartet mal ganz kurz. Wir suchen uns natürlich jetzt noch einen Hengst. Ich wollte eigentlich einen Hengst auswählen. Das hat super funktioniert, denn ich wollte eigentlich ihn hier
Bucky's Star wollte ich eigentlich auswählen. Das ist der Cleveland Hengst, Cleveland Bay Hengst. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Motion, wie der gerade da rennt, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und der letzte Lusitano ist ein Flexen. Wunderschön. Zweimal very good. Bei mir läuft's nicht, Leute. Ich krieg's auf jeden Fall nicht mehr raus. Er ist ein richtig, richtig hübscher Kerl. Was kostet er denn? 8000 Hospitality Credits, 25 Delta Points oder 10 Wildlife Tickets? Hab ich denn... Was hat denn er für Genetics? Er ist natürlich kein Grey. Und ansonsten hat er 2 kleine A und 2 kleine E. Oh mein Gott. Ich habe aber jetzt gerade nur Grey-Pferde. Oh, wie traurig. Das ist ja mega belastend, aber sie wäre schwarz. Mit ihr könnten wir es probieren, Leute, denn sie ist potenziell schwarz. Das heißt, wir bekommen hier 100%igen Schwarzen raus. Mit ein bisschen Glück halt nicht ein Grey. Wir probieren es, Leute. Wir decken mit 25 Delta Points. Let's go! Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Horse Reality. Falls sie euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!